Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, denn normalerweise bin ich, dort geht eine Treppe hoch, ihr seht es zwar nicht, aber da geht eine Treppe zu einem ausgebauten Dachboden hin und da filme ich normalerweise, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum ich da jetzt nicht bin, weil ich schaff's einfach nicht, es ist zu heiß da oben und ich habe mir die letzten Videos angeguckt und man kann es eigentlich kaum einen anbieten. Und deswegen dachte ich mir jetzt einfach mal so vor meinem Manga-Regal hier. Es ist immer noch sehr, sehr heiß, aber nicht ganz so heiß wie da oben. Aber ich schwitze trotzdem. Ich will, dass es vorbeigeht, diese Hitze. Auf jeden Fall. Ihr glaubt nicht. Ich hoffe, man hört den Kater nicht. Auf jeden Fall, ihr glaubt nicht. Ich habe meine erste vergriffene Reihe gefunden. Und zwar habe ich dieses Paket heute von meinen Eltern abgeholt. Denn, ja, Hermes lasse ich immer noch gerne zu meinen Eltern schicken, weil es einfach hier ein bisschen schwierig ist mit den Paketen abstellen und so. Auf jeden Fall war das ein mega, mega Zufall, dass ich diese Reihe als erstes finde. Und ja, ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus und zeige euch, welche Reihe ich gefunden habe. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr gut verpackt. Oh mein Gott. Ich zeige euch nur mal kurz einen Blick hier rein, welche Reihe es ist. Es ist Anatolia Story. Ich habe mich so gefreut, als ich es einfach gesehen habe, dieses Angebot, und habe gedacht, wie kann das sein? Wie kann das überhaupt wahr sein? Und ja, ich habe jetzt tatsächlich für jeden Band knapp 6 Euro bezahlt, was noch ein bisschen unter dem Neupreis liegt, obwohl ich nicht weiß, wie viel die ersten Bände gekostet haben. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr guter Preis, da diese Reihe einfach richtig, richtig furchtbar vergriffen ist. Und ja, ich würde sagen, ich zeige einfach mal kurz die Bände, weil ich muss mir auch den Zustand angucken, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie der aussieht. Auf jeden Fall fangen wir anscheinend von hinten an. Hier haben wir einmal Band Nummer 25. Das muss ich mal reinschauen. Aber hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das Farbseiten hätte. Dann haben wir hier Band 24, Band 6, warum nicht? Band 26. Und ich muss sagen, ich bin einfach ultra glücklich, diese Reihe gefunden zu haben. Band 22. Weil ich hatte ja, wie ihr wahrscheinlich bei meinem Video, wo ich die Challenge mir aufgetragen habe, gemerkt habe, dass ich ziemlich Angst habe vor der Reihe. Also Angst hatte vor der Reihe. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Bin ich halt jetzt, oh, hier ist ein Knick. Bin ich halt jetzt mega froh, dass ich es habe. Band 23 hat hier so ein bisschen Macken. Aber gut, ich darf mich da jetzt eigentlich nicht so anstellen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Frag mich, wie das passieren kann. Hat da einer reingebissen oder was? Naja. Vielleicht ist ja Band 23 gar nicht vergriffen und ich kann ihn nochmal nachkaufen. Dann haben wir hier Band 27. Aber sonst, was ich halt auch so sehe, ist, was mir immer persönlich total wichtig ist, dass der Buchrücken keine Knicke hat. Weil, also bei alten Reihen, okay, kann ich verstehen, dass da leichter Knicke reinkommen. Aber allerdings, ich weiß nicht, ich finde es bei neueren Reihen eher ein bisschen, also eine Kunst, da einen Knick im Buchrücken reinzukriegen. Also mir passiert das nicht. Da müsste ich den Band wirklich so lesen. Ich kann das gar nicht nachmachen, aber so umdrehen. Und auf jeden Fall haben wir hier den Abschlussband, Band 28. Ah, der auch eine kleine Ecke hat, aber damit kann ich ganz gut leben. Ich glaube, Band 28 ist auch nicht vergriffen. Dann haben wir hier Band 16. Das sind viele Bände. Band 17. Oh, die sind auch echt dick. Band 5. Übrigens habe ich das Angebot bei Facebook gesehen. Also ich muss zugeben, ich habe es selber nicht gesehen. Meine Freundin hat es für mich entdeckt und mir gleich geschrieben. Und obwohl es schon reserviert war, habe ich dann trotzdem sie angeschrieben. Und ja, welcher Band ist das? Band 19. Und ja, da es sich ja um eine, wenn ihr rechnen könnt, 6x28, um eine etwas höhere Summe handelt im Insgesamten, was natürlich klar ist, war es halt auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass da eben Verkäufer, der das nun mal reserviert, abspringt. Wie seht ihr das eigentlich? Also wenn ich etwas verkaufe, ich reserviere sehr ungerne tatsächlich, weil ich hatte es einfach schon viel zu oft, dass die Leute einfach sagen, oh, nee, doch nicht, oder
Oh ja, ich habe es jetzt günstiger gefunden. Keine Ahnung, irgendwie. Naja, Band 11. Deswegen hatte ich aber Glück, also dass sie dann nun mal eben abgesprungen ist, der vorige. Hahaha, Glück für mich. Band Nummer 10. Band Nummer 13. Und ich muss sagen, die Cover gefallen mir echt richtig gut. Und der Zeichenstil auch, der ist so richtig schön, ja, schön alt. Und ich mag das echt sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier Band 14. Band 8. Düpp, düpp. Oh, das ist ein süßes Cover. Band 7. Das gefällt mir sehr gut. Oh, das gefällt mir aber noch besser. Band 15. Oh, da ist der erste Band und der sieht. Ah, okay. Der hat Knicke im Buchrücken. Band 1. Aber gut, Band 1 ist jetzt nicht vergriffen. Und ich kann es verstehen, ich weiß nicht, von wann die Reihe ist. Ich glaube, ich habe es letztens eingetragen. Ich glaube, von 1995. Ja. 95 hier rausgekommen. Also ist dieser Band schon sehr alt und gut, er darf eigentlich Knick im Buchrücken haben. Ist in Ordnung. Haben wir hier Band 2. Band 3. Und, oh, der sieht nicht ganz so gut aus. Band Nummer 4. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Aber der hat hier diese Lesedinger. Aber mein Stapel gerettet. Aber wie gesagt, der Manga ist schon sehr alt und ich glaube, er darf so aussehen. Aber auf jeden Fall habe ich die schwerste Reihe meiner Challenge geschafft. Und bitte, ich bin sehr stolz darauf. Klar, ich hatte jetzt ein wenig Hilfe von meiner Freundin, aber ich habe sie gefunden und es war möglich, sie zu einem normalen Preis zu erwerben. Obwohl diese Reihe, ihr könnt es gerne selber nachgucken bei Amazon, sehr, sehr doll vergriffen ist. Vor allen Dingen die hinteren Bände sind sehr schlimm vergriffen und es ist möglich, so eine Reihe zu finden für den Neupreis. Ich habe selber nicht dran geglaubt, dass ich diese Reihe finde. Deswegen bin ich gerade umso glücklicher. Aber ich habe ja noch drei andere vor mir, die nun mal auch nicht ganz so einfach sind, jetzt zu finden. Vor allen Dingen Emma nicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Aber halt der Vorteil an der Sache ist, wenn man eine Reihe komplett kauft, dann findet man sie halt auch meistens günstiger, selbst wenn sie noch so vergriffen ist. Deswegen, wenn man eine Reihe, vergriffene Reihe versucht zusammenzuhaben, dann ist das manchmal ein ganz schöner Abfuck. Ich habe das auch schon öfter gemacht. Meistens ist es dann passiert, dass ich mehr Geld insgesamt für diese Reihe bezahlt habe, als sie normal neu kostet. Denn da geht man dann manchmal Kompromisse ein. Das hatte ich bei Nana zum Beispiel, dass ich da gesagt habe, boah, ich will diese Reihe jetzt komplett haben und dann bezahle ich halt eben 13 Euro. Damals waren es noch 13 Euro, wo ich die Reihe angefangen habe für ein Band. Deswegen bin ich momentan so auf dem Trip, wenn ich eine Reihe wirklich geil finde, versuche ich sie wirklich komplett zu bekommen. Aber manchmal haben sie das auch heute noch zusammen, das habe ich bei Wonderful Wonderworld gemacht, was auch ein bisschen schwierig war. Aber gut. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr freut euch genauso sehr wie ich mich, so wie ich mich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Reihe, die ich hoffentlich finde. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!